Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ein herzliches Willkommen. Vielleicht könnte mir jemand ein Feedback geben über den Ton. Ich bin Elisabeth Schwarz-Schmidt aus Eschen im Fürstentum Liechtenstein und ich freue mich heute Abend besonders auf den Fachvortrag Enzyme. Ich arbeite und lebe in der Schweiz und im Fürstentum und bin seit über 35 Jahren im Thema Mensch unterwegs. Und da die Zusammenhänge immer mehr und mehr zu erkennen, ist eine wichtige Sache. Und das Thema Enzyme, das ich heute Abend besprechen werde, ist eine ganz große Möglichkeit, gesunde Gewohnheiten zu nutzen, um seine Gesundheit wirklich selber steuern zu können. Gut. Das Thema mit den Enzymen hat seine Besonderheit. Entscheidend ist, bei diesem Vortrag wirklich das Thema zu durchdringen und die Verflechtungen und die Themen, auf die es ankommt, das heißt, das Thema Enzyme wirklich zu durchdringen. Deshalb möchte ich gern einen Ausblick und auch einen Ratschlag geben. Es geht heute Abend darum, woher kommt eigentlich die Enzymtherapie, auf welcher Erkenntnis basiert es, wie sind die Feinabstimmungen und die Zusammenhänge im Körper, in einem menschlichen Körper, die man kennen muss. Man kann sich das wie eine Kaskade vorstellen. Wenn eine Kaskade nicht funktioniert oder ausfällt, dann kann das ganze fein abgestimmte System nicht mehr optimal also zusammenwirken und zu arbeiten. Und diese Zusammenhänge zu erkennen, kann eine unglaubliche Bedeutung für die eigene Gesundheit und die Steuerung über gesunde Gewohnheiten für einen selber haben. Deshalb mache ich die Empfehlung, versuchen Sie nicht mitzuschreiben oder sich irgendwelche Dinge zu merken. Entscheidend ist, dass Sie die Zusammenhänge erkennen und zwar indem Sie einen Abgleich in Ihr eigenes Leben machen und schauen, wo stehe ich eigentlich in diesem Thema, in meinem eigenen Leben oder in meinen eigenen gesunden Gewohnheiten. Und Sie haben die Möglichkeit, dieses Webinar in EduDeep auf meinem Kanal zu erwerben, in Ihr eigenes Archiv runterzuladen und 100-mal anzuschauen, wie Sie das Thema durchdrungen haben.